Die meisten der herrlichen Orchideen haben ihre ursprüngliche Heimat in den tropischen Regenwäldern mit ihrer fantastischen Flora und Fauna. Seefahrer und Eroberer entdeckten sie vor rund 200 Jahren, als sich das britische Weltreich über den ganzen Globus ausdehnte und sich die riesigen Gebiete Südamerikas und Südostasiens Ziele ihrer Expedition wurden. Nicht nur am Boden, sondern hoch oben in den Baumkronen blühen diese faszinierenden Vertreter der größten Pflanzenfamilie der Welt mit ungefähr 30.000 Arten. Die Schönheit der Blüten weckt in jedem Betrachter den Wunsch, sie zu besitzen. Faszination und Habgier prägte damals die Beziehung Mensch und Orchidee, die in den Beruf des Orchideenjägers mündete. Die Orchideenjäger der damaligen Zeit sorgten leider für die Plünderung und die Gefährdung dieser Schönheit. Doch damit ist es nun endgültig vorbei. Dank moderner Zuchtverfahren müssen sie nicht mehr aus den Troben entnommen werden, sind für jeden Geldbeutel erschwinglich und sind leicht zu pflegen. Sie ist zweifelsohne die Nummer 1 in der Beliebtheitsskala, die Phalaenopsis. Keine Orchidee ist pflegeleichter und keine bildet so zuverlässig Blüten aus wie sie. Bei den sogenannten Nachtfalter-Orchideen dachten ihre Entdecker zunächst, sie hätten es mit einem Schwarm schwirrender Insekten zu tun, daher der Name. Kurz ein Wort zur Pflege. Ist die letzte Blüte verwelkt und abgefallen und der obere Trieb abgetrocknet, wird dieser, also der abgetrocknete Teil, zurückgeschnitten. Unter der Schnittstelle wird sich innerhalb weniger Wochen ein neuer Trieb und neue Blüten bilden. Die Orchidee und das Substrat, ein ganz wichtiges Thema. Ihre Phalaenopsis, Malaienblume, die Sie zu Hause haben, brauchen Sie nicht unbedingt umzutopfen. Wenn sie doch mal in einen größeren Topf kommen sollte, ganz wichtig, verwenden Sie keine normale Blumenerde, sondern ein spezielles Orchideensubstrat. Das ist ein ganz grobkörniges, lockeres Substrat. Denn die Orchidee, die Dschungelkönigin, wächst nicht im Erdreich, sondern oben auf den Bäumen und braucht nicht die normale Blumenerde wie unsere heimischen Topfpflanzen. Immer wieder werde ich gefragt, worauf man beim Kauf von Orchideen zu achten hat. Nun, ganz wichtig ist die Gesundheit. Schauen Sie die Pflanze genau an und kaufen Sie sie nur, wenn sie ganz gesund ist. Das heißt, achten Sie darauf, dass auch die untersten Blätter saftig grün sind. Fragen Sie nach, ob die gewünschte Orchidee auch an Ihrem Blumenfenster sich wohlfühlt. Nun, da gilt die Frage zu lösen, wie viel Licht brauchen Orchideen? Alle tropischen Orchideen brauchen einen hellen, aber, und das ist ganz wichtig, aber auch einen schattigen Fensterplatz. Deshalb sind Ost- oder Westfenster ideal. Ebenso spezielle Blumenfenster als auch Vitrinen. Wer nur Südfenster hat, nun, der braucht auf Orchideen nicht verzichten. Der beschattet die Pflanze mit Rollo oder mit Gardinen. Übrigens, wie viel Sonne verträgt eine Orchidee? Nun, das erkennen Sie an den Blättern. Fleischige, lederne Blätter sind widerstandsfähiger als zarte und weiche. Sie wollen Ihre Orchidee wieder zum Blühen bringen? Ganz einfach. Das Stichwort Temperaturwechsel. Stellen Sie Ihre Orchidee doch einfach mal vom warmen Wohnzimmer ins kühlere Schlafzimmer. Oder vielleicht auch in die Küche. Dort wird gekocht und es ist sowieso immer ein bisschen kühler und mal ein bisschen wärmer und dadurch wird die Orchidee zum Blühen angeregt. Obwohl der Ursprung der Orchideen in den Regen- und Nebelwäldern eine intensive Bewässerung vermuten lässt, benötigen unsere Orchideen nur ganz wenig Wasser. Wenn aber, dann sollte das feuchte Nass an die Qualität des Regenwaldes herankommen, denn hier sind die Niederschläge niemals kalt und stets kalkfrei. Vergessen Sie nicht, Orchideen können bis zum Rande der Austrocknung gehalten werden. Durch das Wachstum auf Bäumen sind die Pflanzen auf eine ganz genügsame Ernährung eingestellt. In den Sommermonaten sollten sie zweimal wöchentlich intensiv besprüht bzw. gegossen werden, im Winter nur einmal.